Ubud, das Dorf der Maler. Unter dem Gipfel des 1600 Meter hohen Vulkanes Gunung Batur, der allein in unserem Jahrhundert dreimal ausgebrochen ist und Tausende von Häusern und Menschen begraben hat, liegt innerhalb des Kraterrandes der Batursee. Trunian hat als einziges Dorf innerhalb des Kraters alle Ausbrüche des Vulkanes unbeschadet überstanden. Hier leben heute noch, von der hindu-javanischen Kultur unberührt, die Bali Aga, die Ureinwohner Balis. Durch ihre völlige Isoliertheit haben sie sich nicht nur ihren animistischen Glauben an die Mächte der Natur, sondern auch die rauen Sitten aus prähistorischer Zeit bewahrt. Toten werden hier nicht beerdigt, sondern an einer bestimmten Stelle einfach an freier Luft im Schatten eines riesigen Bobaumes zur Verwesung ausgesetzt. An der Westküste des Batursees entspringen heilige Quellen, die mit ihrem warmen Wasser zum Baden einladen. Die Tempelanlage von Tampak Siring wird wegen ihres magisch heilenden Quellwassers von zahllosen Wallfahrern aufgesucht. In dem kleinen Dorf Klunkung wurde um 1800 eine Gerichtshalle erbaut, in der das höchste Gericht der Insel tagte. Die Deckenmalereien müssen dem Übeltäter der damaligen Zeit in schauriger Weise bewusst gemacht haben, was ihn für seine Schandtat erwarten könnte.
Young-Malerei. In der Wayang-Malerei, die in den Dorffamilien gepflegt wird, spiegelt sich in primitiver Form der Stil der Deckengemälde wider. So ungefähr könnte der Tempel von Besaki, das größte Nationalheiligtum Balis, aussehen, wenn einem der Wettergott günstig gesinnt ist. Unseren Blicken jedoch hat sich der 3200 Meter hohe Vulkan Gunung Agung ungnädig entzogen. Hier steigen an hohen Festtagen zigtausend Menschen in farbenfrohe Kleider gehüllt die Stufen empor, um mit allen nur erdenklichen Opfergaben die hinduistische Götterdreiheit und vor allem auch die große Muttergottheit, der dieser älteste aller auf Bali erhaltenen Tempel geweiht ist, zu versöhnen. Bambusrohr. Unser Mittagessen besteht heute aus Salakfrüchten. Eine schuppig-braune Schlangenhaut bedeckt das weiße, süß-säuerliche Fruchtfleisch. Die Fledermaushöhle von Goa Lava. Hier hängen Tausende von heiligen Fledermäusen an den Wänden der Höhle, so dicht, dass sie wie eine vibrierende dunkle Deckenbespannung wirken, die einen eigentümlichen, süßlichen Geruch ausströmt.